Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu meiner Interviewreihe zu den Themen mentaler und emotionaler Gesundheit. Heute geht es ganz speziell um Musiker. Ich selbst bin Musikerin und deswegen liegen mir Musiker auch sehr am Herzen. Mein Name ist Susan Kaufmann und wie gesagt, ich bin Musikerin und ich bin auch Coach. Musiker verbringen ja täglich Stunden an ihrem Instrument. Das gilt für Profis und für Laien und dadurch ist die Belastung auch wirklich sehr hoch. Auf körperlicher Ebene, das Handwerk, aber auch auf mentaler Ebene und auf emotionaler Ebene. Und wenn Musiker dann auch noch gerne auf der Bühne stehen, und das tun sie ja in der Regel, dann kommen sie oft an ihre Belastungsgrenzen. Du erfährst hier jetzt viele Formen der Stresskompetenz, verschiedene Formen. Du erfährst etwas über die Wirkung von Emotionen und die Kraft der inneren Bilder. Außerdem erfährst du, wie du auch bei hohem Übepensum dich vor Überlastung schützen kannst und du erhältst wichtige Tipps zum Üben. Und ich freue mich wirklich total, heute mit einem Mann zu sprechen, bei dem ich einen Teil meiner Ausbildung zur Musikphysiologie machen konnte und durfte. Und der mir nach der Ausbildung monatelang wirklich unzählige Fragen beantwortet hat und teilweise morgens um 5 Uhr. Und dafür bin ich wirklich ausgesprochen dankbar. Er ist ein sehr unglaublich engagierter Wissenschaftler und mit seiner humorvollen und erfrischenden Art gibt er Vorträge in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Und das ganz Besondere ist, er hat eigentlich immer sein Gehirn dabei. Da kommen wir später noch dazu. Ich spreche heute mit Professor Dr. Altenmüller. Er ist Mediziner und Musiker. Das ist eine etwas ungewöhnliche Kombination, dass er beides hat. Er ist also Neurologe und Flötist. Und er befasst sich mit, jetzt muss ich es ablesen, hirnphysiologischen Grundlagen des Musizierens, der Musikerwahrnehmung und der emotionalen Verarbeitung von Musik. Er ist Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Er ist einer der führenden Forscher im Bereich der Prävention von Musikererkrankungen. Er hat, und das finde ich ganz toll, eine überregionale Spezialambulanz für Musikererkrankungen in Hannover aufgebaut. Und 2013 wurde er mit dem Wissenschaftspreis Niedersachsens ausgezeichnet. Und in seinem letzten Buch Vom Neandertal zur Philharmonie, warum der Mensch ohne Musik nicht leben kann, da drückt er seine ganz, ganz innige Beziehung und Liebe zur Musik aus. Herr Professor Altenmüller, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank, Frau Kaufmann, für den unglaublich netten Einführungstext. Und ich freue mich sehr, ich mache das sehr gerne. Und wie Sie ja auch schon gesagt haben, ich bin eigentlich immer sehr dabei, diese Wissenserkenntnisse in die Breite zu streuen. Das ist super. Da kommen wir ja wirklich in den Genuss wertvoller Informationen auch. Sie haben Musik und Medizin studiert. Diese Kombination ist ja nicht so alltäglich. Woher kommt Ihre wirklich innige Beziehung und Liebe zur Musik? Also das lag eigentlich an meiner Familie. Meine Eltern haben alle meine Geschwister, ich habe 7 ältere Geschwister und wir sind 8 Kinder. Wir durften alle 2 Instrumente lernen. Das war also eigentlich bei uns in der Familie, ich kannte das gar nicht anders. Mit 6 Jahren haben wir angefangen, Klavier zu spielen. Und dann im Alter von 10 Jahren durften wir ein zweites Instrument aussuchen. Und da habe ich die Querflöte ausgesucht. Und ich kannte es einfach nicht anders. Ich dachte, bis ich etwa 10 Jahre alt war, dass alle Kinder Musik machen. Ah, das ist speziell. Ja, das ist aber toll. Dann auch wahrscheinlich viel mehr Familienmusik. Ja, war auch viel Familienmusik und meine Geschwister haben mir natürlich auch geholfen, zum Beispiel, wenn es um Fingersätze ging oder sie haben auch mal Verbesserungen vorgeschlagen. Das war eigentlich immer, also es war unser Klavier, das stand im Wohnzimmer, das war den ganzen Mittag irgendwie in Betrieb von meinen Geschwistern und von mir.
Ja, sehr schön. Sie hätten sich ja auch für Musik entscheiden können als Berufsweg. Wie kommt es, dass Sie Musikmediziner geworden sind? Ich wollte gerne Musik studieren, aber meine Eltern haben mir davon abgeraten, weil sie ja Kriegsgeneration waren und die Unsicherheit eines Musikerberufs gefürchtet haben. Und ich hatte auch ein sehr gutes Abitur. Und dann habe ich tatsächlich mich zunächst mal dazu entschlossen, Medizin zu studieren. Allerdings war es dann so, dass ich dann schon nach 4 Semestern ein Stipendium bekam, um in Paris Medizin zu studieren. Und dort habe ich dann, ohne meine Eltern zu fragen, begonnen, auch Musik zu studieren. Also ich habe dann beides überlappend und gleichzeitig studiert. Das war in den 70er Jahren auch noch möglich, weil wir damals viel weniger verschulte Studien hatten. Also es gab viel weniger Pflichtklausuren, viel weniger Anwesenheitspflichten, all die Sachen. Also ein Student war damals noch richtig frei. Oh, das hört sich wirklich gut an, ja. Okay. Jetzt einer der Hauptgründe für mich zum Beispiel, Musik zu machen oder Musik zu hören, und ich denke, das geht sehr vielen Menschen so, das ist für mich wirklich die emotionale Berührung, dass ich was erlebe, dass ich da mitfühlen kann, dass was passiert in mir. Also sowohl emotional als auch eben Körperreaktionen, wie zum Beispiel der Gänsehauteffekt oder die Stimulanz, wenn ich runterfahren kann oder wieder belebt werde. Also da wird ja sehr viel in mir aktiviert. Und wie kommt das, dass Musik das mit uns machen kann? Also es ist so, dass wir eigentlich davon heute ausgehen, dass Musik älter ist wie die Sprache und Musik eigentlich genau für das Ziel, Emotionen mitzuteilen, von uns Menschen in der Gemeinschaft eingesetzt wurde. Wahrscheinlich haben wir vor vielen Hunderttausenden von Jahren gar nicht so gut unsere Zunge beherrschen können, um gut artikuliert zu sprechen, aber wir konnten eben Melodien ächzen, stöhnen, lachen, weinen, das sind eigentlich musikalische Konturen. Das konnten wir schon in die Kommunikation einbringen. Und daraus hat sich dann im Laufe der kulturellen Entwicklung von Homo sapiens in den letzten 200.000 Jahren wahrscheinlich zunächst der Gesang, also das Singen mit Affektvermittlung, entwickelt. Und dann später, etwa vor 50.000 Jahren, kamen ja dann auch die ersten Musikinstrumente dazu, die Flöten aus dem oberen Donautal. Das heißt, eigentlich ist Musik nichts anderes wie emotionale Kommunikation, die aber kulturell extrem jetzt überformt und eben verfeinert wurde. Das ist wirklich sehr interessant. Das heißt ja auch, das war für die Gemeinschaft auch wichtig, diese Laute zu interpretieren und zu verstehen. Es war so, dass wahrscheinlich die Menschen über ihren eigenen emotionalen Zustand mit der Musik berichten konnten, also darüber eigentlich dann nonverbal ihre Gefühlslage mitteilen konnten, gleichzeitig aber auch bei anderen Menschen eine Gefühlslage erzeugen konnten und dann das gemeinsame Musizieren, das hat dann eben dieses Zusammenschweißen der Gruppe erbracht, ja, also dass die Menschen, die gemeinsam getanzt, gesungen, an Schlaginstrumenten Rhythmen geklopft haben, auf Flöten gespielt haben, die haben dann gewissermaßen als eine verschworene Gemeinschaft den Alltag viel besser bewältigen können, weil wir Menschen sind ja vor allem so soziale Wesen. Und es ist eben wichtig, dass wir uns immer unserer Gemeinschaft auch versichern. Deswegen ist sowas wie eine Pandemie zum Beispiel, wo wir uns so vereinzeln müssen, für uns was ganz Schlimmes. Ja, da kommen wir auch später, denke ich, nochmal drauf zu sprechen. An der Hochschule in Mannheim, da haben Sie vor einigen Jahren einen Vortrag über Zeitmanagement und Stresskompetenzen gehalten. Und zunächst einmal, was passiert im Gehirn, wenn wir uns unter Stress gesetzt fühlen? Also im Gehirn werden dann eben sehr wirkmächtige Hormone ausgeschüttet, vor allem eben das Stresshormon Cortisol und das Aufmerksamkeitshormon Adrenalin. Und das führt dann bei uns dazu, dass das autonome Nervensystem mit aktiviert wird. Und das autonome Nervensystem ist programmiert, entweder die Fluchtreaktion oder die Kampfreaktion in Stresssituationen durchzuführen. Und das bedeutet dann, dass die ganzen körperlichen Reaktionen, die wir bei Stress kennen, nämlich schnelles Herzschlagen, erhöhter Blutdruck,
trockener Mund, weil jetzt eben nicht die Zeit ist, etwas zu essen, sondern jetzt geht es darum, dass wir die Gefahr beseitigen oder der Gefahr uns stellen. Auch solche Sachen wie Schwitzen, das sind alles eigentlich Reaktionen des autonomen Nervensystems, die mit Stress verbunden sind, die mit dem Stresshormon verbunden sind und die eben das autonome Nervensystem in diese Kampf- oder Fluchtsituation und Bereitschaft bringen. Ja, und jetzt, Sie haben es vorhin auch mal kurz erwähnt, ich persönlich erlebe das oder ich kann es auch beobachten bei Klienten. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einfach nur nervös bin. Das kann mich sogar beleben und aufmerksamer machen. Ich bin dann mehr da. Oder ob jemand wirklich richtig Lampenfieber hat, dann ist er ja praktisch ausgenockt auf einer bestimmten Ebene. Was ist da jetzt genau der Unterschied oder woran kann jetzt jemand zum Beispiel erkennen, wo kippe ich über ins Lampenfieber, das mich blockiert, oder wo ist die Nervosität so, dass sie mich vielleicht sogar eher belebt? Genau, also es ist eigentlich ein gradueller Unterschied. Das ist tatsächlich so. Am Anfang ist da auch dieses Aufmerksamkeitshormon Adrenalin. Das gehört mit dazu, zur Auftrittssituation beispielsweise. Das belebt, macht mich insgesamt wacher, macht auch mich assoziationsreicher. Ich habe mehr Ideen, ich bin kreativer. Und wenn das aber im Übermaß ausgeschüttet wird, dann kommt es zu einer dysfunktionalen Veränderung unseres Denkens, unserer Kognitionen. Wir engen uns ein, wir stehen plötzlich vor dem Instrument und wissen nicht mal mehr, wie der einfachste Griff geht gewissermaßen und wir können überhaupt nicht mehr wahrnehmen, was um uns herum stattfindet. Und das ist aus der Evolutionsgeschichte, das ist eigentlich die sogenannte Aufführungsangst. Das ist aus der Evolutionsgeschichte dieser Moment, wo wir in einer gewaltigen Gefahr sind und ein großes Tier greift uns an und jetzt heißt es nicht, kurz lang nachdenken, überlegen, soll ich nach rechts, soll ich nach links, soll ich nach hinten, soll ich nach vorne, sondern jetzt heißt nur weg. Und das ist eben dann diese Aufführungsangstsituation. Und da kommt es dann eben zu diesen furchtbaren Blockaden. Wir fliegen raus, wir kommen überhaupt nicht mehr rein. Und gleichzeitig haben wir diese negativen Emotionen. Wir fühlen uns beengt, bedrängt. Es wird uns zum Teil übel. Wir fangen an zu zittern. Und das hat dann wieder negative Auswirkungen auf unsere gesamte Stresssituation. Und es verstärkt sich wieder stark, wenn ich merke, ich habe meine Finger nicht mehr in der Kontrolle oder ich kann nicht mehr den Bogen ruhig führen als Streicherin oder als Streicher. Und das dann auch in dieser Stresssituation noch höre, dann wird es einfach immer stärker und immer stärker. Und das kann dann bis zum Abbruch führen. Und das, was daran doof ist und was eben wichtig ist, dass man solche Situationen auch mit Schülerinnen und Schülern möglichst vermeidet, ist, dass sich das im Gedächtnis als eigentlich traumatisches Erlebnis einspeichert. Was dann bedeutet, wenn es sich wiederholt, dann wird das nochmal verfestigt und nochmal verfestigt wahrscheinlich. Da ist dann die Gefahr der sogenannten Aktualisierung. Das kennt man ja aus der Psychologie. In dem Moment, wo ich dann wieder auf einer Bühne stehe, ein bisschen höher wie die Zuhörer und dann wird genau die gleiche Emotion wieder aktualisiert und dann ist plötzlich die Angst wieder da. Ja. Und es ist eben wichtig, dass man da gute Erfahrungen auf der Bühne sammelt und eben auch von einem Coach wie von Ihnen ermächtigt wird, solche guten Erfahrungen zu sammeln. Ja, da muss man ja bestimmte Techniken und Strategien dann beherrschen. Ja, genau. Das hilft sehr, wenn man eine Strategie hat, auf die man sich verlassen kann auch. Ja. Mhm. Ja. Sie unterscheiden in Ihrem Vortrag zwischen drei Stresskompetenzen. Das eine ist die regenerative Stresskompetenz. Die aktive instrumentelle Stresskompetenz und die mentale Stresskompetenz. Könnten Sie uns das ein bisschen ausführen? Also was zum Beispiel verstehen Sie unter regenerativer Stresskompetenz? Ja, also die regenerative Stresskompetenz ist im Grunde genommen das, was wir zur Erholung brauchen. Also wenn wir in Stresssituationen sind, müssen wir uns auch spüren. Und wir müssen spüren, was haben wir für regenerative Bedürfnisse. Und dazu gehört eben, dass wir die Erholung dann auch tatsächlich aktiv gestalten. Also eigentlich ist diese regenerative Stresskompetenz etwas, wo ich meinem Körper und meinem Emotionshaushalt etwas Gutes tue. Und dazu gehört zum Beispiel erstmal schlafen. Ja, das ist also ganz wichtig, damit wir
einfach uns entsprechend auch von den ganzen körperlichen, muskulären Anstrengungen erholen können, dann ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Erholung auch dann aktiv gestalten, zum Beispiel dann bewegen, Sport machen, mit Freunden uns treffen. Wichtig ist dabei auch, dass man lernt, loszulassen und sich eben nicht dauernd mit den, sagen wir mal, Erfordernissen und den Anforderungen, die jetzt uns eigentlich stressen, beschaffen muss. Also dieses Kreisen der Gedanken, zum Beispiel auf dem nächsten Konzert, wie mache ich das, werde ich dieses Stück auswendig hinkriegen, werde ich, also es gibt ja so, das kennt ja jeder, der so im Musikbereich ist, dass er sich dann schon Tage vorher mit dem Programm auseinandersetzt und das loszulassen, auch das gehört zur regenerativen Stresskompetenz. Ganz wichtig ist dabei auch, dass man sich in der Vorfeld von solchen stressigen Momenten ein gutes Umfeld, unterstützendes Umfeld, gute Freundinnen und Freunde, gute Familienunterstützer und so weiter schafft. Da muss man auch eigentlich vorher schon viel investieren. Ja? Das ist also wichtig, ich denke, für alle Musikerinnen und Musiker, dass sie ein gutes Netzwerk haben, was dann in solchen Anspannungszeiten, die kommen natürlich immer, ja, das ist ja, hat jeder von uns mal, dass die ihnen dann helfen können. Ja, das Netzwerk. Und dann, was verstehen Sie unter aktive instrumentelle Stresskompetenz? Also die aktive instrumentelle Stresskompetenz, da muss man eben den Anforderungen aktiv gehorchen. Das heißt eigentlich, dazu gehört, dass wir uns mittelfristig immer weiterbilden, dass wir neue Stücke machen, dass wir Freude an unserer Tätigkeit tatsächlich kultivieren, indem wir sie ausgestalten, indem wir sie immer interessanter, schwieriger, vielschichtiger machen. Das ist eben etwas, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen sind wir ja auch in den gesamten Musikbereichen in der Zwischenzeit, wissen wir ja, dass gerade für Musikschullehrerinnen und Lehrer, die ja eigentlich sehr, sehr viel Arbeit leisten müssen, immer geben müssen, immer den Schülern Aufmerksamkeit schenken müssen, die brauchen zum Beispiel dann diese Weiterbildung. Das ist ein extrem wichtiger Punkt für eine Stressbewältigung und für eine Lebensqualität auch. Dass immer wieder neue Impulse geschaffen werden, auch die Neugierde wachgehalten wird eigentlich. Und dann eben eine andere Sache ist auch, was auch zur Stressvermeidung gehört und eben auch den Stress aktiv begegnet, ist ein gutes Zeitmanagement. Und das ist eben etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man auch lernt, Nein zu sagen. Also gerade wenn man Erfolg hat, ist die Gefahr sehr groß, dass man sehr viel gefragt wird und dann eigentlich sich oft auch sich selber gar nicht so wertschätzt, dass man glaubt, ich bin gar nicht in der Position, Nein zu sagen, aber sie müssen Nein sagen, weil sie nämlich sich sonst überlasten und überfordern. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Stresskompetenz. Ja, davon bin ich absolut überzeugt, ja. Meine Mitarbeiter, das kann Frau Grofmann, haben mir zum Geburtstag etwas geschenkt. Und zwar ist es eine kleine Glasstele. Ich halte mal ein Bildchen. First Day Now. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können. Ja, ich kann das sehen. Ja, genau. Ist das jetzt ein Hinweis für Sie? Das ist ein Hinweis für mich, wenn ich zum Beispiel Einladungen bekomme für Vorträge und so weiter, dass ich erstmal drüber schlafe. Das ist halt für mich ganz wichtig. Und dann wäge ich ab und dann bespreche ich es mit meiner Frau in aller Regel. Dann wäge ich ab, ist es wirklich jetzt etwas, wo ich anderen Menschen etwas geben kann, was nachhaltig ist? Und ist es etwas, was ich eben von meinem zeitlichen Ablauf noch dann machen kann? Gut, dass Sie Ihre Frau haben und Ihre Mitarbeiter, die ein bisschen aufpassen. Genau, so ist es. Da haben Sie recht. Ja, Sie haben da noch erwähnt in Ihrem Vortrag, also das Mindset, zum Beispiel keine Opferrolle einzunehmen. Wie genau meinen Sie das? Und was ist, wenn ich schon in dieser Opferrolle stecke, wie komme ich da denn wieder raus? Ja, also gehört eben mit zur mentalen Stresskompetenz, dass man förderliche Gedanken entwickelt. Und dazu ist eben tatsächlich die Opferrolle nicht günstig, weil sie letztendlich mich zur Passivität verurteilt. Es ist wichtig, eigentlich nochmal die Situation zu analysieren. Manchmal braucht man da am Anfang, wenn man sehr, sehr belastet ist, Hilfe. Man braucht jemanden, der mit einem durchgeht und nochmal schaut,
Wo hast du im Moment zu viel um die Ohren? Wo kannst du Verantwortung abgeben? Was kannst du delegieren? Und aus einem etwas größeren Freiraum können wir dann aus der Opferrolle nach dem Motto, dieser so und so Schulleiter oder diese so und so Kollegin, die macht mich fertig und so weiter. Und diese dass ich mir jetzt dieses Haus hier gebaut habe und die Schulden nicht abtragen kann, das macht mich fertig. Das sind ja alles eigentlich Opferrollen-Gedanken. Da kann ich dann versuchen, Lösungsvorschläge für mich zu bearbeiten. Das ist aber eine ganz wichtige Sache, die am Anfang oft ein Coach braucht. Also ich habe das auch schon mehrfach auch für Familienangehörige mal übernommen, dass ich einfach in einem langen Gespräch die Belastung analysiert habe und dann mir eine Liste gemacht haben, was kommen, wo können wir abschichten, wo können wir Belastungen dann nach und nach abbauen. Ja, genau. Einfach mal rational auch ein bisschen dran gehen, ja. Ja. Und jetzt ist es ja bei Musikern so, vorhin haben Sie es auch mal ein bisschen angedeutet, wir Musiker sind ja sehr viel auch mit uns selber beschäftigt. Wir sind stundenlang an unserem Instrument. Das machen Laien auch oft so, aber auch die Profis. Wir haben einen ganz anderen Lebensrhythmus. Wir arbeiten dann, wenn die anderen frei haben. Also wenn ich jetzt vormittags hier sitze, dann arbeite ich auch meinen Job. Also ich übe dann, aber die Arbeit mit den Schülern oder mit Klienten ist nachmittags und abends. Da kommen die anderen aber gerade wieder nach Hause. Und das führt ja schon zu einem ganz speziellen Rhythmus. Jetzt im Lockdown, als dann noch dazu kam die abendliche Ausgangssperre und so weiter. Da war praktisch, das habe ich am eigenen Leib auch so gemerkt, es fast unmöglich, außer am Wochenende auch mal Menschen zu treffen, Freunde zu treffen und wirklich in echt zu interagieren. Ich meine, wir haben ja alle dann online gearbeitet, ziemlich viel, aber die echte Begegnung, die hat ja dann gefehlt. Und Sie betonen in Ihrem Vortrag die Bedeutung des sozialen Netzwerkes und sich auch als Teil des Netzwerkes zu fühlen. Aber was passiert denn und welche Auswirkungen hat es denn auf uns, wenn wir uns da abgekoppelt fühlen und wie finden wir dann wieder hinein? Das ging ja jetzt über Monate zum Beispiel. Also was passiert, können wir im Alltag eigentlich sehr gut beobachten, nämlich Mikroaggressionen, Gereiztheit, Dünnhäutigkeit, Frustration, Depression. Ich sehe das hier bei meinen Studierenden, die kommen ja in die Sprechstunde und sie sind gerade die, denen sowieso nicht ganz so gut ging schon vor Corona, die sind jetzt ganz massiv eingebrochen. Also dieser Zuspruch der Menschen, diese menschliche Gemeinschaft, das berührt werden, auch körperlich berührt werden, das Händeschütteln, die Nähe, das gemeinsame Lachen, das also nicht eben auf Distanz mit Maske austauschen von Gästen, von Mimik, dann auch das wahre, der direkte Kontakt, nicht über ein Medium, wie wir es jetzt gerade im Moment hier haben, sondern eben dann tatsächlich auch den anderen Menschen in seiner gesamten Person wahrzunehmen, in dem Raum mit all den Gerüchen, mit all den atmosphärischen Nebengeräuschen und so weiter. Alles das ist für uns extrem wichtig, um ein wahres Gefühl der Geborgenheit und der Aufgehobenheit mit anderen Menschen zu erzeugen. Und das fehlt uns. Das ist vielen gar nicht so klar geworden. Aber was sich eben dann indirekt zeigt, sind dann so Mikroaggressionen. Ja, dass irgendwelche Menschen dann zum Beispiel, also nur ein kleines Beispiel, ich fahre immer mit der S-Bahn hier in das Institut und da sind so kleine Abteile und wenn ich dann in einen Abteil reingehe, dann war jetzt gerade heute früh, ist eine Frau empört mit Masken, wir haben hier Masken natürlich, FFP2-Masken, ist empört aufgestanden, aus dem Abteil rausgestürmt, weil sie offensichtlich, das ist meine Interpretation, sich daran gestört hat, dass jetzt ein Zweiter in das Abteil kommt. Ja? Also das sind so Mikroaggressionen und die sind natürlich früher überhaupt nicht so gewesen. Oder auch diese ganze Unsicherheit, wie wird es jetzt weitergehen? Ich meine, da kommt ja für Sie und für uns alle als Musikerinnen und Musiker die Frage, wie werde ich mein Geld verdienen? Wird es nach Corona noch diese Konzerte geben? Werden die Schüler bei der Stange gehalten? Werden die Klassenvorspiele überhaupt noch möglich sein? Wird die Musikschule überhaupt überleben? All solche Sachen, das sind ja Sorgen, die uns alle unterschwellig eigentlich dauernd betreffen.
Jetzt haben wir im Moment eine ganz gute Zeit und ich bin also total optimistisch. Also wir haben in Hannover heute eine 7-Tages-Inzidenz von 27, also wir sind unter den 35. Und ich denke, ich merke das auch auf der Straße, die Menschen sehen ganz anders aus, die Augen leuchten wieder und es ist eine ganz andere Stimmung. Natürlich auch das schöne Wetter, was eine Rolle spielt. Mit Sicherheit auch das schöne Wetter. Aber ja, natürlich auch die Angst beruhigt sich wieder. Viele haben ja enorme Angst gehabt. Ne? Ja, und auch dieses Isolierte, also ich persönlich bin dann einfach dazu übergegangen, auch mir neue Inputs reinzuholen oder ich habe viel Sport gemacht, solche Sachen eben. Die können ja auch ein bisschen helfen dann, dass man abreagieren kann auch ein bisschen. Also Sport ist ein unglaublich gutes Mittel, um eben Stress abzubauen. Das hängt damit zusammen, dass es häufig mit rhythmischer Bewegung auch gebunden ist, mit körperlicher Aktivierung, mit einer guten Atmung. Und gleichzeitig wird da eben tatsächlich auch im Gehirn wieder dieses Stresshormon reduziert. Das Cortisol wird reduziert und das, ich will mal sagen, das Zufriedenheitshormon Serotonin wird eben erhöht eingespeichert oder erhöht ausgeschüttet. Und Serotonin ist ein wichtiger Stoff für uns in Stresssituationen, weil es einen Filter darstellt für die unangenehmen Erlebnisse und die unangenehmen Gedanken. Serotonin schützt uns vor diesen dysfunktionalen, kreisenden Gedanken. Ja, genau. Das wäre dann so der nächste Punkt, dass man ja auch auf seine Gedanken Einfluss nehmen kann.